Guten Abend und herzlich willkommen zu Report München. Viel Wasser soll man trinken im Sommer. Und im selben Atemzug kriegen wir immer wieder zu hören, greifen Sie ruhig zum Wasserhahn, unser Leitungswasser ist sauber. Diese Aussage will aber so gar nicht zu den Ergebnissen einer uns exklusiv vorliegenden Untersuchung passen. Demnach ist in einigen Regionen unser Leitungswasser gesundheitsgefährdend mit Uran belastet. Mike Lingfelser und Andrea Moccellin. Auf die überraschende Trinkwasserbelastung mit dem giftigen Schwermetall Uran stoßen wir in einer Datenerhebung der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, die Report München exklusiv vorliegt. Demnach lagen von 8000 behördlich gemeldeten Trinkwassermesswerten rund 150 über dem Richtwert des Umweltbundesamtes von 10 Mikrogramm Uran pro Liter. Haben Sie mal gehört von Uranbelastung im Trinkwasser? Ja, aber ich hatte davon nicht die Ahnung, dass das bei uns auch mit drin ist. Ich habe ein Kind, nicht gut. Ja, ich bin entsetzt. Report München hakt in deutschen Gemeinden nach, dort wo der Richtwert von 10 Mikrogramm überschritten wurde. Fündig werden wir zum Beispiel in Palmzin in Mecklenburg-Vorpommern. Über 23 Mikrogramm Uranbelastung, mehr als das Doppelte des Richtwerts. Und damit ist sogar der sogenannte Maßnahmehöchstwert überschritten. Doch bei unserem Besuch im Urlaubsort Palmzin herrscht beim Bürgermeister absolute Ahnungslosigkeit, als wir ihn mit unseren Recherchen schriftlich konfrontieren. Ich war ja sehr überrascht darüber, dass ich erst am 30.07. nach 15 Uhr per Fax vom Bayerischen Rundfunk die Daten bekommen habe von den Ergebnissen, Urangehalt im Trinkwasser von Mecklenburg-Vorpommern, wo das Wasserwerk in Palmzin in meiner Gemeinde Extremwerte aufweist. Großes Staunen, auch im zuständigen Landratsamt, als wir auch dort auf die hohe Uranbelastung aufmerksam machen. Denn im Amt war man eigentlich schon 2006 vom Ministerium informiert worden, doch in der Behörde wurde geschlafen. 2006 ist ja ein paar Jahre jetzt schon her. Warum ist in der Zwischenzeit nichts passiert? Sicherlich hat die zuständige Mitarbeiterin dem Vorgang nicht die angemessene Aufmerksamkeit geschenkt. Dieses wurde inzwischen ausgewertet und wird so in dieser Form nicht wieder vorkommen. Verbraucherschützer sehen dadurch die staatliche Vorsorgepflicht verletzt und fordern Aufklärung über Uran. Es ist absolut wichtig und notwendig, dass die Behörden von sich aus die Bürger informieren, und zwar verständlich und deutlich, zum Beispiel auf der Wasserrechnung und nicht in irgendeinem Amtsblatt, das niemand liest. Auch im schwäbischen Murrhardt ist das Trinkwasser mit Uran belastet, obwohl man hier bereits als Maßnahme zum Beispiel Belastetes mit unbelastetem Wasser gemischt hat, liegt man häufig noch immer über dem Richtwert von 10. Über eine Filteranlage für Uran hat man sich auch schon informiert. Doch investieren will der Wasserversorger nicht, solange er dazu nicht gesetzlich gezwungen ist. Denn der Richtwert ist kein gesetzlicher Grenzwert. Eine Pflicht, irgendetwas zu verordnen, wie gesagt, ist dem Gesetzgeber alleine belassen. Ich kann dazu auch nur wenig sagen. Ich bin immer sehr gespalten mit irgendwelchen Grenzwerten, gesetzlichen. Wenn es nicht wirklich eindeutig und klar ist, ist es schwierig. Es wird empfohlen, das zu tun. Verlangen kann man es formal noch nicht, weil es keinen Grenzwert für Uran in der Trinkwasserverordnung gibt. Das bedeutet aber nicht, dass der Wert von 10 überschritten werden darf. Denn § 6 Absatz 1 der Trinkwasserverordnung sagt ganz klar, dass Trinkwasser keinerlei Anlass zur gesundheitlichen Besorgnis bieten darf. Mahnende Worte, auf die Verbraucher ohne Gesetz nur hoffen können. Dabei wäre alles so einfach. Wir sind im fränkischen Hirscheid bei Bamberg, wo uns der Bürgermeister mit seinem Wasserwart stolz eine Filteranlage für Uran zeigt. Sie haben die einst extreme Schwermetallbelastung hier offenbar ohne Probleme in den Griff bekommen. Wir hatten ja hier zwischen 30 und 40 Mikrogramm pro Liter drin und jetzt sind wir bei 0,01 Mikrogramm, also 0. Im Prinzip. Und das ist ein Erfolg, das sich zeigen lässt. Und von den Kosten her, wie gesagt, es wird vielleicht in der gesamten Wasserkalkulation später dann mal der Preis sich um 5 Cent erhöhen werden. Wir fahren in den Südharz nach Sachsen-Anhalt. Seit 4 Jahren ist hier in Sangerhausen bekannt, dass der Uranrichtwert von 10 im Trinkwasser überschritten ist. Doch bis heute ist das Problem nicht gelöst. Im Gesundheitsamt heißt es, dass man Maßnahmen wie Filter und Beimischungen prüft und sogar plant. Wir wollen vom Amt wissen, ob man die Bürger über die Uranbelastung von rund 15 Mikrogramm aufklären möchte.
Ich sehe eigentlich keinen Bedarf, die Bevölkerung zu informieren. Man weiß ja, wie gesagt, noch nicht keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen kann. Erstmal aufgrund dieses Wertes. Schon sehr geringe Konzentrationen an Uran haben eine schädigende Wirkung auf lebenswichtige Vorgänge in der Niere. Das in einigen Regionen natürlich vorkommende Uran im Wasser ist nicht besonders radioaktiv, aber wegen seiner chemischen Giftigkeit gefährlich. Deshalb gibt es bei Mineralwasser bereits einen gesetzlichen Grenzwert von nur 2 Mikrogramm pro Liter für die besonders schutzbedürftigen Babys. Nur wenn der Grenzwert von 2 Mikrogramm nicht überschritten wird, dürfen sie mit der Aussage für Babynahrung geeignet deklariert werden. In der Foodwatch-Erhebung wurde bei rund 800 Messungen der Uranwert von 2 Mikrogramm pro Liter überschritten. Doch das Mineralwassergesetz für Säuglinge gilt nicht für Leitungswasser. Diesen Widerspruch wollen wir vom Umweltbundesamt erklärt bekommen. Weil es zu viele Wässer gibt, sage ich mal so, bei denen die Entnahme von Uran im Bereich zwischen 2 und 10 Mikrogramm pro Liter einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde, gegenüber dem geringen gesundheitlichen Nutzen. Natürlich eine Minderung der Belastung, aber nicht wirklich ein gesundheitlicher Nutzen. Doch im Bundesinstitut für Risikobewertung tut man sich mit der seltsamen Unterscheidung zwischen Mineralwasser und Leitungswasser etwas schwerer. Beim Mineralwasser ist ja ganz einfach geregelt. 2 Mikrogramm geeignet für Säuglinge. Ja. Sind 2 Mikrogramm dann jenseits des Mineralwassers, nämlich im Leitungswasser, wenn es überschritten wird, ist es dann trotzdem geeignet? Ja, das ist natürlich nicht geeignet, aber es ist toxikologisch sicher nicht geeignet, weil wir haben das ja abgeleitet und wir denken, dass Säuglinge besonders geschützt werden sollten und insofern haben wir diesen Wert empfohlen. Egal ob Leitungs- oder Mineralwasser, ob Baby oder Erwachsener, die Verbraucher wollen endlich Klarheit und zwar mit vernünftigen Gesetzen ohne Widersprüche. Und kurz vor der Sendung haben wir dann doch noch eine Stellungnahme des Bundesgesundheitsministeriums bekommen. Demnach habe man mit den Vorarbeiten für einen Entwurf für eine neue Trinkwasserrichtlinie mit einem europaweiten Urangrenzwert begonnen. Entwarnung klingt anders. Handys können ja inzwischen fast alles. Das Ganze sekundenschnell.